Jetzt zu Bitcoin, Shiba Inu, XRP und Cardano Price. Meine Damen und Herren, erwartet uns in der nächsten Woche eine weitere Korrektur mit dem Kryptomarkt oder passiert das eventuell direkt am Wochenende? Lass uns mit dem Bitcoin-Kurs anfangen. In der Beschreibung des Videos findet ihr die Zeitstempel zu Altcoins. Wir besprechen auch natürlich, wo man neue Positionen setzen kann, sowohl Long als auch. Und natürlich eine wichtige Sache, ich zeige euch gleich eine Liste mit den Altcoins, die wir ab der nächsten Woche einbauen werden. Ihr schreibt mir bitte in den Kommentaren, ob die Altcoins euch gefallen oder vielleicht wollt ihr noch andere Altcoins besprechen, aber dazu etwas später, nach der Bitcoin-Analyse. Also, was haben wir gehabt? Nach der Fed-Sitzung ging der Kurs hoch. Er blieb bei diesen blauen Linien stehen. Dann rutschte er ab von 68.400 und 69.000 Dollar. Das sind unsere Durchbrechungsstellen nach oben, falls der Kurs steigt. Meine Meinung kennt ihr, ich gehe von einer Korrekturausrichtung 40.000, 28, 32. Irgendwo bleibt der Kurs da stehen. Zurzeit befinden wir uns hier in diesem Bereich, 63.000 Dollar. Sollten wir hier diese grünen Linien nicht halten, die liegen nämlich bei 62.547 und 60.800 Dollar, werden wir natürlich logischerweise weiterfallen. Wo ist die nächste Unterstützungszone? Eine potenzielle Unterstützungszone ist im Bereich 59.000 Dollar. Wir sind von dieser Zone nach oben gegangen, aber ich will euch eine Sache sagen. Sollte diese Linie nicht halten, dann ist die nächste Unterstützungszone leider hier vorne zwischen 52.000 und 50.000 Dollar. Das bedeutet, wir würden fallen, also wir würden eine potenzielle große Korrektur sehen und des Weiteren würden wir dann natürlich logischerweise aufsteigen. Und dann kommt wieder diese weiße Linie ins Spiel. Das wird unsere abfallende Trendlinie sein. Die muss man eventuell korrigieren aufgrund dieser Bewegung. Also wir brauchen einen weiteren Crash. Dann muss man diese Linie definitiv korrigieren. Ich rechne auch damit, also ich schließe das nicht aus, dass ein Pump passieren kann. Wir hätten hier eine Kopf-Schulter-Formation gebildet. Aber aufgrund dessen, dass wir diese rote Linie hier nach unten durchbrochen haben, brauchen wir diese Kopf-Schulter-Formation nicht mehr. Aber nichtsdestotrotz kann hier zum Beispiel noch eine W-Formation entstehen von diesen grünen Linien. Aber dafür muss von diesen grünen Linien ein Pump passieren. Wie ich euch in den letzten Videos gesagt habe, ich habe hier eine Short-Position aufgemacht. Ich habe zwar nicht den besten Eintritt, aber diese Short-Position ist jetzt ein Plus. Wenn ihr diesen Trades nicht verpassen wollt, findet bitte im angebildeten Kommentar. In der Beschreibung des Videos Update-Gruppen, die sind kostenlos. Jeder ist willkommen. Wie ich euch auch davor erklärt habe, wenn der Kurs doch bumpen sollte, also hochgehen sollte Richtung 74.000 Dollar, bestehen hier Widerstandszonen und diese Widerstandszonen sind ziemlich stark. Und vor allem, wenn wir dann einen Retest von da aus sehen, dann würden wir im Bereich 28.000 sicher landen, weil das ist dann eine große M-Formation. Bezüglich der Trades, also wie gesagt, ich habe jetzt eine Short-Position, die halte ich erstmal, also die könnte man theoretisch noch bis 28.000 Dollar halten. Eventuell schließe ich die bei, falls wir auf 52.000 kommen. Ich werde euch diesbezüglich noch updaten, weil dann rechne ich mit einem Pump. Dort, der Kurs geht auf 52.000 runter, dann erfolgt sofort ein Pump. Kann gut sein, dass er wieder auf 60 hier der Kurs und dann muss man gucken, ob der Kurs wieder von dieser weißen abfallenden Trendlinie nach unten geht. Weil diese abfallende Trendlinie ist ungefähr Ende April zu Ende. Bedeutet, wenn wir auf die 28 kommen, der Kurs bleibt stehen, konsolidiert eine Zeit lang und dann durchbricht er diese weiße Linie und ja, der Bullenmarkt setzt sich dann fort. Und dann sehen wir vielleicht höhere Preise als 74.000. Im Prinzip ist das alles. Also seid ein bisschen vorsichtig, weil ich habe euch das gezeigt beim S&P-Index. Der S&P-Index ist bei seiner Widerstandszone beim letzten Mal. Ich kann es euch ganz schnell zeigen und dann gehen wir auf die Altcoins rüber. Ganz schnell, ihr müsst das verstehen, also ihr müsst den S&P-Index ebenfalls analysieren. Sollte der S&P-Index in der nächsten Woche korrigieren, also er korrigiert eigentlich jetzt schon, sollte aber weiter korrigieren, dann ist das problematisch für den Bitcoin-Kurs. Ihr seht hier, aufgrund der Fed-Sitzung ging der S&P-Index hoch und jetzt sieht er einen Retest von dieser blauen Linie. Also sollte es nicht zu einem Ausbruch kommen, dann höchstwahrscheinlich geht der S&P-Index runter und zieht dann den Kryptomarkt mit nach unten im Prinzip. So sieht das aus. Ganz kurz zu den Altcoins, die wir in der Zukunft besprechen werden eventuell, wenn ihr mir sagt, ja, wir haben Interesse. Also diese Altcoins, diese 11 Stück, ob die euch interessieren, schreibt einfach in den Kommentaren, habt ihr Interesse daran, dass wir die etwas regelmäßiger besprechen. In den nächsten Videos schreibt uns eigene Altcoins noch dazu und dann suchen wir uns welche raus. Wie gesagt, im Prinzip ist das alles. Lasst uns ganz schnell jetzt die Altcoins besprechen. Wie ich euch mehrmals gesagt habe, achtet auf den Bitcoin-Kurs, weil wenn er runtergeht, dann gehen natürlich die Altcoins runter. Wir fangen mit Shiba Inu an. Sekunde, wo haben wir Shiba Inu? Solange ich Shiba Inu suche, findet bitte im angebildeten Kommentar in der Beschreibung des Videos Update-Gruppen und Long- und Short-Gruppen. Die Gruppen sind kostenlos, sind um die 190 Menschen drin. So, wo ist Shiba Inu? Sorry, ihr seht hier, ich habe hier sehr viele Coins. Also, Sekunde.
Folgende Situation, was Shiba Inu angeht. Im Prinzip hat sich nicht viel verändert seit dem letzten Video. Ich habe euch gesagt, beachtet den Bitcoin-Kurs. Shiba Inu hat hier eine Unterstützungszone bei 2359. Logischerweise, wenn der Bitcoin-Kurs stärker korrigiert, dann wird SHIB abfallen. Die nächste Unterstützungszone bei Shiba Inu ist 2001 und 1847. Bedenkt, Shiba Inu kann auch künstlich hochgebracht werden. Passiert auch des Öfteren, das bedeutet, wenn der Bitcoin-Kurs fällt, kann sein, dann werden die Wale den Shiba Inu-Kurs pumpen, dann geht sie von alleine hoch. Deswegen würde ich Shiba Inu nicht shorten. Man kann Shiba Inu sehr gut longen, wie ihr seht hier. Das wäre die Durchbrechungsstelle nach oben, 3008. Das Ziel lege hier, 3707. Allerdings müsst ihr auf diese rote Linie achten, das ist eine Widerstandszone, 3486. Das ist nur für diesen Fall, falls wir diesen Pump sehen mit dem Bitcoin-Kurs Richtung 74 oder vielleicht selber einen günstigen Pump. Wie ich euch mehrmals gesagt habe, was Shiba Inu angeht, diese weiße Linien ganz unten, also sollte der Bitcoin-Kurs auf die 28.000, 32.000 Dollar gehen, das ist eine gute Unterstützungszone bei Shiba Inu 673 und 604. Das wären wahrscheinlich 40.000 Dollar sein beim Bitcoin-Kurs. Eventuell auch hier oben. Also ich werde euch dann diesbezüglich noch updaten. Ich will diese Korrektur sehen beim Bitcoin-Kurs. Erstmal Richtung 53.000 Dollar und dann den Rest. Dann besprechen wir etwas genauer, wo Shiba Inu stehen bleibt. Lass uns jetzt ganz schnell XRP besprechen. Bezüglich XRP habe ich gute Neuigkeiten für euch auch. Solange ich XRP suche, findet bitte im angepinnten Kommentar in der Beschreibung des Videos und in der Bio-Update-Gruppen. Die sind kostenlos für euch. Da sind auch Long- und Short-Gruppen dabei mit 190 Menschen. Also folgende Situation, was den XRP-Kurs angeht. Wir sind gestern von dieser weißen Linie wieder nach unten gegangen. Diese weiße Linie brauchen wir jetzt für die nächsten zwei Monate, weil sollte der Bitcoin-Kurs weiter korrigieren, wird diese weiße Linie unsere Durchbrechungsstelle nach oben sein. Bedeutet, wenn der Kurs diese durchbricht, dann setzt sich der Bullenmarkt fort. Es kann sein, dass er die hier durchbricht oder hier in diesem Bereich bedenkt. Das heißt, wir haben die 28.32 noch nicht gesehen mit dem Bitcoin-Kurs. 28.32.000 Dollar sind beim XRP hier vorne. 3492 und 2961. Der XRP-Kurs ging in der Vergangenheit. Wir können ganz kurz auf die Tagesperspektive wechseln. Dann seht ihr es etwas besser, wenn jetzt die Internetverbindung mitspielt. Also hier vorne, ihr seht hier, der XRP-Kurs hatte hier früher eine gute Unterstützungszone. Im Jahr 22, 23 ging der XRP-Kurs immer hoch. Den Rest, also XRP wird nicht stark abrutschen, denke ich, weil hier waren zum Beispiel 62.000 mit dem Bitcoin-Kurs, da ging XRP bis 57 Cent, 44, das waren die 59 mit dem Bitcoin-Kurs, das waren 53 Cent, 96 mit dem XRP-Kurs. Hier wird ungefähr hier werden ungefähr die 47.000 Dollar sein beim XRP, das ist 44, 84. Und ca. 41 Cent. Wir werden darauf noch detailliert eingehen. Sollten wir eine größere Korrektur sehen als 28, 30, 32.000 Dollar mit dem Mittelkurs, sind die nächsten Unterstützungszonen beim XRP 2419 und 1776. Wir haben das in der Vergangenheit jetzt, also wie gesagt, in den letzten zwei Jahren nicht gesehen. Für den Fall der Fälle, falls der Bitcoin-Kurs hochgeht, diese gelben Linien, das sind unsere Widerstandszonen, 70 Cent und 66. Ich habe euch meine Meinung dazu gesagt, was ich bezüglich des Bitcoins denke. Ich schließe das nicht aus, dass er hochgehen kann auf die 74, aber ich tendiere eher zu einer Korrektur. Da sind Hauptwiderstandszonen 7431 und 7277, was XRP angeht. Lass uns ganz schnell jetzt Cardano besprechen, dann gehe ich dieses Video hochladen. Bei Cardano habe ich auch gute News für euch. Also falls der Bitcoin-Kurs korrigiert auf 32, 28.000 Dollar, dann wird Cardano nicht so stark abrutschen, kann ich euch jetzt schon mal sagen. Also schaut euch das an. Cardano ist seit dem Moment, wo wir diese Widerstandszone nicht durchbrechen konnten, runtergegangen. 77,95 war die Widerstandszone ungefähr. Das war die Stelle, wo der Bitcoin-Kurs die 59.000 Dollar sah. Da ging Cardano bis 55 Cent, 29. Also ich rechne damit, dass wenn der Bitcoin-Kurs tatsächlich auf die 28, 30 kommt, rechne ich mit Cardano ungefähr 22 Cent bis 25 Cent. Das ist eine gute Unterstützungszone aus dem Jahr 23. Der Cardano-Kurs ging immer von dieser Linie hoch. Hier werden wahrscheinlich die 47.000 Dollar beim Bitcoin-Kurs sein. Das ist 41 Cent 89 oder potenziell 46 Cent. Das wird die 40er Stelle sein beim Bitcoin-Kurs, 34 Cent 34 Cent 42. Also wie gesagt, sollte der Bitcoin-Kurs aus irgendeinem Grund hochgehen, sollte er nicht korrigieren, dann ist das unsere Widerstandszone hier oben. Das ist eine potenzielle Einstiegsstelle für eine Short-Position, also 78 Cent 21.
Im Prinzip ist das alles. Vergisst bitte nicht in den Kommentaren zu schreiben, welche Altcoins euch interessieren. Guckt euch die Liste nochmal an. Falls ihr euren Altcoin nicht gefunden habt, schreibt gerne dazu und dann können wir vielleicht darüber sprechen und vielleicht ja auch aufnehmen. Ich bedanke mich bei euch, wünsche euch alles Gute heute und bis dann.